Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Onryo unterwegs und wir sind diesmal auf Geißelhaken gegangen. Monströser Schrein, Pain Resonance und die Fluten des Zorns, außerdem noch tödlicher Verfolger. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Viel Spaß mit Sadako. Ah ja, Onryo. Gut, mein Bein sieht nicht mehr ganz so gesund aus, aber hey, ich will mich auch nicht beschweren. Mal so, als ob ich sie nicht gesehen hätte. Hat leider nicht so ganz geklappt. Das Problem ist halt, ich bin ja nicht mal manifestiert aktuell, ne? Weiß sie natürlich auch. Da ist jemand aber ganz schnell abgehauen. Schade. Ist hier wieder ein Totem? Oder hört er sich das nur so an? Ich muss da hinten aber nochmal hin. Da ist noch eine zweite Person. Okay, vielleicht wird das was. Nee. Hart im Nehmen. Blockt er ihn? Leider nicht. Wäre sehr geil gewesen, wenn da der Block gekommen wäre. Aber er denkt auch nicht dran, dass er mal vielleicht einen tanken könnte oder so. Ach, hier war die Palette eh schon weg. Okay, hätte ich mir sparen können. So, du kommst hier direkt ran. Wo ist die Person hin? Da war wohl jemand AFK. Geht wieder rein. Ich glaube, wenn ich wieder rausgegangen wäre, hätte es sogar geklappt. Nope. Oh, sie wiggelt wie eine ganz große. Aber wir haben Scourgy-Merchy direkt hier vor der Haustür. Das passt dann. Hab jetzt leider nicht gesehen, wo die anderen hin sind. Aber warte mal. Der wurde noch hochgeheilt. Die könnten hier noch in der Nähe sein. Ja, da ist er. Oh, er zieht sogar. Er rennt nach rechts. Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt? Der Bill tankt halt auch einfach nie. Was ein Ehrenbrudi. So, Scourgy-Merchy. Im Keller, man kennt's. Und zack! Ich würde einmal schnell hier hochgehen. Das könnte gut sein, dass der Generator gleich fertig ist. Hier nochmal einen Hit gedrückt. So, alter Mann, tankst du jetzt oder darf ich ihn raustunneln? Ah, ich glaube, jetzt hat er Bock zu tanken. Da siehst du wohl. Irgendwann fängt auch der älteste Sack hier mal an, mitzuspielen. Finde ich gut.
Zweiter Generator ist angegangen. Schweigen, ob dass ich ihm den rausziehen konnte. Wir haben sogar hier direkt wieder Scratchy Merchy. Digga. Warum? So, weißt du, keine Ahnung, er ist halt tot, wenn ich ihn nochmal erwische. Er könnte ja auch einfach jetzt aufpassen. Aber nein, er rennt sogar lieber dann zu mir. Jetzt muss der Nächste wieder für ihn tanken. Ist er weggegangen von hier? Nein. Ist er wirklich weg? Okay, krass. Oder ist er einfach nur in den Schrank reingegangen? Ist hier ein Schrank? Okay, ich weiß nicht genau, wo er hin ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. Einmal den Generator hier drinnen zurücksetzen. Oh. So, damit haben wir ihn auch wieder gefunden. Hallo, Schiemarkt, moin. Ah, schade. Der Bengel ist einfach komplett los. So, das Schöne ist, wir haben Scourgy im Keller und verschwenden dann keinen Haken. Schade, dass er keinen getankt hat. Wäre cool. Ich gehe mal nach da drüben. Okay, niemand hier. Dann gehe ich wieder dahin. Der alte Mann hier zufällig zu sprechen? Oh, nee, sie ist aber zu sprechen. Oh, Leute. Ja, das war's. Okay, zweite Person tot. Zweite Person tot. Jetzt hat der nächste Kandidat hier die Taschenlampe, oder wie? Was ist denn mit denen? Mach doch lieber Jens, Freunde. Haha, schön gemacht. Palette steht noch, oder? Goldman, was geht? Was ist mit dem alten Mann auf einmal los? Der ist ja wie ausgewechselt. Aber nice try. Mach ich auch manchmal. Ich meine, das ist halt so der Strohhalm, an dem man sich dann noch klammert, ne, so. Wenn's gefühlt jetzt eh vorbei ist, dann macht man halt noch einmal so einen Spin. Holt noch mal eine halbe Sekunde raus. Wer weiß, am Ende ist das vielleicht die halbe Sekunde, die man braucht für einen Gen. So, Nia, dann let's go. Sehr geil, sie geht sogar helfen. Finde ich sehr schön. Moin. Er kann jetzt halt natürlich auch noch mal hier eine halbe Stunde dran shooten, ne?
Müsste sie ziehen. Hätte Bock eigentlich noch mal jemanden Mori reinzudrücken, aber ich nutze meine Fähigkeit halt irgendwie nicht so gut, ne? Ich krieg die gar nicht irgendwie hoch. Ich muss die mal irgendwie öfter und besser nutzen. Jetzt zum Beispiel hier könnte ich das machen. So, wenn sie jetzt durchjumpt. Jetzt ist sie da hinten durchgesprungen. Wie war denn das bei dir nochmal, Hardem Names technisch? Oh? Wenn du es einmal weißt, dann ist es irgendwie immer lustig anzusehen. Hier ist nix. Da ist sie. Wieso sag ich mal sie? Ja, ist die Bill. Die Rechnung bitte. Ich werde jetzt auf sie gehen, Tunnelpunkt-Exe starten. Einfach nur, weil Bill ist halt tot. Und sie kann auch mal hängen. Ich habe ein paar Blutpunkte zusätzlich. Das war's, oder? Zweimal an der gleichen Palette gedettert. So, Billy Boy, wo bist du denn hin? Das Gefühl, der ist nicht so weit weg eigentlich. Jetzt ist es eigentlich auch egal, wen ich mir hole. Naja gut, jetzt habe ich sie gefunden. Was soll der Geiz? Mal gucken, ob sie diesmal rechtzeitig zieht oder ob sie nochmal den gleichen Fehler macht wie zweimal. Immerhin lernfähig. Das schafft sie leider nicht. Ich hole mir schnell noch ganz kurz diese Blutpunkte hier ab. Bill hat sich sogar hochgeheilt. Der war verletzt, oder? Ja, tut mir leid jetzt, dass das die Nia jetzt erwischt hat. Und der alte Mann jetzt entkommen kann vielleicht sogar. Aber ich habe ihn gerade eben nicht gesehen beim zweiten Mal. Im Prinzip macht es auch keinen Unterschied. Einer muss sterben. Und einer kann gegebenenfalls nochmal um die Lücke mitspielen. Hat ja nichts dran geändert. Für die Nia natürlich schon, für mich aber nicht. Da ist er. Geil. Oh, nice. Hat der Bill nochmal die Luke bekommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob er es verdient hat, so wie der am Anfang da nie getankt hat. Aber hey, GG. Obsession ist tot. Leute, das ist das Wichtigste für uns gewesen in dieser Runde. GG, have fun, guys. Da hat Bill sich tatsächlich noch durch die Luke rausgeschlichen, Leute. Naja gut, ich will mal nicht so sein. Es soll ihm gegönnt sein. Die arme Nia musste dafür dann am Haken verenden. Aber hey, so ist das halt manchmal. Was will man machen? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.